Herzlich willkommen in Tschand. Wir sind heute zu Gast bei einer Exkursion der Nationalparkverwaltung mit dem Thema Wo bitte geht's hier zur Wildnis? Also es wird der massive Borkenkäferbefall in den letzten Jahren hier behandelt und wie man den Wald retten kann, beziehungsweise was nachhaltiger Waldumbau bedeutet. Hier hat also in diesen Wäldern, auch weil sie so gut erreichbar sind, wir sind jetzt gar nicht weit gelaufen, hat der Revierleiter sukzessive ausgedünnt, damit Licht auf den Boden gebracht und Licht als zentrales Steuerungselement im Wald ausgenutzt. Wir laufen vom Zeughaus weiter und ihr seht, rechts und links des Weges sind überall gefällte Fichten, absichtlich gefällt, um eine weitere Ausbreitung des Borkenkäfers zumindest, naja, ansatzweise zu vermeiden. Man nennt es Waldbaden. Diese Bäume hier sind in den letzten 12 Jahren gewachsen und bilden quasi die natürliche Sukzession für vom Borkenkäfer sozusagen abgestorbene Fichten. Das hier ist der Idealzustand für den Wald in der Sächsischen Schweiz. Mischwald, keine Monokultur und entsprechend resistent gegen natürlich lange Trockenphasen, aber auch gegen Schädlinge. Aufstieg zum Teichstein, bedingt Hunde geeignet. Hat sich definitiv gelohnt, die Tour mit dem Hund zu machen. Das ist ein Traum.
Ja, da ist der Hund. Rückweg vom großen Teichstein hat sich sehr gelohnt. Auch wenn ich Schnuffi jetzt gleich wieder in zwei Passagen tragen werden muss. Ja, man hat dort oben einen super Überblick gehabt in den Chant und konnte dann auch sehen, welche Stellen bereits sich erholt haben in den letzten 5 bis 10 Jahren vom Burgenkäfer, welche Stellen aktuell sehr, sehr kahl sind und das dann in den nächsten 10, 15, 20 Jahren aber auch nachholen werden. Und ja, wir kehren zurück zum Mischwald.